Wir zerstören einfach den Mythos von einfach Antike. Ja, oder dass dieses Studium was gebracht hätte. Okay, das schneide ich ab. Herzlich willkommen bei Einfach Antike. Wie ihr vielleicht über unsere verschiedenen Kanäle mitbekommen habt, haben wir uns für die Festtage ein etwas anderes Videoformat überlegt. Und zwar haben wir euch mal gebeten, uns Fragen einzuschicken über Dinge, die ihr gerne mal über Livia und mich wissen würdet. Und ja, wir werden jetzt mal versuchen, die zu beantworten. Ihr habt uns, wie gesagt, einige Fragen eingeschickt und es ließ sich zwar nicht ganz vermeiden, dass wir sie natürlich vorher gelesen haben, aber wir haben versucht, das Ganze jetzt so zumindest halb spontan zu machen. Das heißt, wir haben zumindest versucht, uns nicht im Vorfeld schon zu viele Gedanken über die einzelnen Fragen zu machen. Wie gesagt, damit es wenigstens so einigermaßen spontan bleibt. Also, Livia, erste Frage. Wie alt seid ihr? Wie alt bist du? Verraten wir das überhaupt? Also ich bin 26. Ja, schon ziemlich lange. Also nein, wir können es verraten, glaube ich. Ich bin 34. 26 plus. Ja, wir schlagen einfach ein Jahrzehnt drauf, okay? Frage 2. Habt ihr antike Geschichte studiert? Also ich habe Latein und Griechisch studiert und habe aber auch mal 2 Semester Geschichte studiert. Das hat mir nicht so gefallen. Ja. Und über mein Archäologiestudium sprechen wir nicht. Du hast Archäologie studiert? Ja, bestimmt 4 Semester. Was? Ja. Echt? Während des Referendariats und danach. Ach so, ja, okay, verstehe. Aber ja, ich habe Latein und Geschichte tatsächlich studiert. Also habe natürlich innerhalb von Geschichte dann auch alte Geschichte, antike Geschichte studiert. Man muss ja dann alle 3 großen Epochen da so abdecken. Antike, Mittelalter, Neuzeit. Und ich habe mich natürlich in meinem Geschichtsstudium sehr viel mit der antiken Geschichte befasst. Da, wo es eben ging. Wo es sich nicht vermeiden ließ, habe ich dann auch ein bisschen Mittelalter und Neuzeit gemacht. Außerdem habe ich Sprachen und Kulturen Afrikas studiert. Das kann man machen und sich dabei auf moderne afrikanische Kulturen und Sprachen beziehen. Ich habe mich dabei sehr viel auf das alte Ägypten bezogen. Und eben ägyptisch gelernt und ja, mich sehr viel mit dem alten Ägypten auseinandergesetzt. Okay, das ist kurz. Schuhgröße? Also ich glaube, wir haben die gleiche Schuhgröße. Also ich habe tatsächlich relativ große Füße, ich habe Schuhgröße 42. Okay, also die nächste ist etwas länger. Wie ihr ja in einem Video erklärt habt, gibt es nicht besonders viele lateinische Vornamen. Warum habt ihr eure ausgewählt? Als Hommage an eine berühmte Römerin oder einen berühmten Römer oder nur, weil sie euch gefallen? Also, nee, einfach nur, ich mochte den Namen, ja. Nee, also ich glaube, wir haben schon ein bisschen darauf geachtet, dass man jetzt irgendwie Namen nimmt, die für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch noch ein bisschen vertraut klingen. Aber ich finde Livia halt auch einfach schön und deswegen haben wir sie ausgewählt. Ach so, du kannst gar nicht lesen. Ich kriege das magische iPad, doch, das kann ich lesen. Ja, okay, alles klar. Das magische iPad ist magisch zu mir rübergewandert und wir haben noch eine Frage, die eigentlich 3 Fragen sind. Was sind eure Hobbys, was macht ihr beruflich und habt ihr Kinder? Ich würde sagen, der Reihe nach, oder? Meine Hobbys sind... Videos aufnehmen? Zum Beispiel, genau. Also einfach Antike ist ja für uns ein sehr großes Hobby. Ich muss da echt ein bisschen drüber nachdenken. Also das mit den Kindern kann ich leichter beantworten. Das war doch jetzt auch eine Frage. Nein, ich habe keine Kinder. Also ich gucke sehr gerne Serien, Musik. Also ich interessiere mich sehr für Musik und höre auch sehr viel Musik. Deswegen macht er auch unsere Musik und nicht ich. Jetzt sag das nicht. Die Musik, so gut ist die nicht. Okay, jetzt bin ich dran. Ja, ich mache neben einfach Antike auch jetzt gar nicht so unfassbar viel. Ich spiele ganz gerne Videospiele, hat man ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal gemerkt. Und ansonsten, naja, ich habe im letzten Sommer angefangen, mich für Baseball zu interessieren. Also nicht dafür, das selber zu spielen, sondern mir das anzugucken. Irgendwann verstehe ich auch, wie das Spiel genau funktioniert. Und ich habe auch keine Kinder. Und ich glaube, wenn wir Kinder hätten,
dann würden wir auch nicht so viel Zeit haben, hier Videos zu drehen und irgendwie noch einen YouTube-Kanal nebenbei zu betreiben. Die nächste Frage war, was macht ihr beruflich? Ich bin Medienpädagoge. Ja, ich arbeite in dem gleichen Laden, also ja, wir sehen uns oft, sehr oft. So, dann haben wir jetzt noch eine Frage zu unserem Kanal, fand ich auch sehr spannend. Warum macht ihr ausgerechnet einen Kanal über die Antike? Ich würde sagen, weil es geil ist. Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt, worüber sollen wir sonst einen Kanal machen? Wir haben ja nichts. Also zu vielen anderen Themen, die uns vielleicht auch interessieren, gibt es vielleicht auch schon viele Angebote. Also es ist schon auch eine Lücke, die wir da gesehen haben. Ja. Ja. Und wie gesagt, es ist auch ein Thema, das uns beide interessiert. Das heißt, man lernt ja auch immer noch was. Also wenn ich für die Videos recherchiere, die wir hier aufnehmen, dann lerne ich auch immer ganz viele Sachen, die ich auch noch gar nicht wusste. Also wir kommen wahrscheinlich immer, hoffe ich, halbwegs kompetent rüber. Aber manches habe ich auch erst eine Woche vorher erfahren. So, Spezialfrage. Was haltet ihr von Michael Köhlmeiers Eine musenreiche Viertelstunde? Ja, ich habe das gelesen und ich habe es dann gegoogelt. Das war mir nämlich gar kein Begriff. Sah gut aus, aber ich hatte keine Zeit reinzuhören. Aber ansonsten, wo wir bei dem Thema Podcasts sind, vielleicht ein bisschen allgemeiner. Also ich höre relativ viele Podcasts. Da gibt es ja wirklich ein paar gute, auch zum Thema Antike, zum Beispiel Ausgesprochen Alt. Ja, ansonsten relativ viele so Geschichtssachen höre ich eigentlich auch ganz gerne. Eine Stunde History kennt man vielleicht. Und natürlich Irmini. Irgendwas mit Mittelalter. Sehr zu empfehlen. Ich finde diesen Namen so super. Ja. Irmini ist super. Was ist der Sinn des Lebens? 42. Ja. Okay. Livia. Ist unser Bild von der Antike verklärt und inwiefern ist das Mittelalter ein gesellschaftlicher oder kultureller Abstieg im Vergleich zur Antike? Antwort bitte jetzt in einem Satz mit maximal 5 Wörtern. Nein, also natürlich ist unser Bild von der Antike verklärt. Wenn man darüber nachdenkt, dass sich im 19. Jahrhundert viele Leute Gedanken über die Antike gemacht haben, die Antike irgendwie so wiederentdeckt haben und zu einem Idealbild stilisiert haben, als Vorbild für Europa und was weiß ich was alles, dann ist das was, was bis heute immer noch nachwirkt. Und wir wissen auch ganz viele Sachen einfach nicht über die Antike, wo man vielleicht dann ein zu positives Bild hat. Also ja, würde ich ähnlich sehen. Also ich würde vielleicht heute sagen, ist diese Verklärung nicht mehr ganz so stark. Und dann finde ich ganz interessant, inwiefern ist das Mittelalter ein gesellschaftlicher oder kultureller Abstieg im Vergleich zur Antike? Schwierig. Also ich würde immer sagen, das Mittelalter ist anders. Aber ob man das jetzt als Abstieg sieht, man könnte es ja auch andersrum als Aufstieg sehen. Also das wäre genauso gut möglich. Das ist halt eine sehr persönliche Sache. Und ich kann halt für mich nur sagen, ich finde das Mittelalter als Epoche persönlich nicht so spannend wie die Antike. Nein, also ich denke, ich kann mich da anschließen. Das ist halt sehr schwer zu sagen. Auch wenn man so überlegt, von den Menschen, die damals im Mittelalter gelebt haben, ist das ja auch nicht als Bruch empfunden worden. Also wenn du die gefragt hättest, hätten die gesagt, ja, wir leben auch noch in der Antike. Hat sich doch nichts verändert. Was ist denn anders als vorher? Nee, die hätten nicht gesagt, wir leben in der Antike. Die wissen ja gar natürlich nicht, dass die hätten die nicht gesagt, wir leben in der Antike, aber es ist halt nicht so, dass du da einen Bruch empfunden hättest. Also, ne, ja, wir... Klar. Okay, auch sehr wichtige Frage, die wir dringend heute klären sollten und wo wir die kompetenten Ansprechpartner sind. Gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Ich habe sehr viele gesehen dieser Tage. Also ich glaube fest daran. Ja. Irgendwer muss ja die ganzen Geschenke bringen. Ja. So, ich hoffe, wir haben jetzt damit alle super wichtigen, dringenden Fragen über unser Leben beantwortet. Vor allen Dingen die nach dem Sinn des Lebens. Also wenn wir da nicht kompetent für sind, dann weiß ich auch nicht. Von uns war das letzte Video in diesem Jahr. Wir sehen uns also im neuen Jahr wieder. Wir wünschen euch allen einen guten Rutsch und bis dahin, macht's gut. Tschüss.